Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Stadion-Vlog, Hertha gegen HSV, Achtelfinale, DFB-Pokal, 20:45 Uhr, Berlin. 60.000 Zuschauer, glaube ich. Es wird oder es kann geisteskrank werden. Ich habe diesen Dezember noch viele, viele Videos vor, auch sehr, sehr, sehr geile Videos versprochen. Ich will nicht zu viel verraten, aber es geht um eine Fußballstory. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, ich denke mal, jede Woche kommen hoffentlich 2 Uploads und auch coole Sachen. Deswegen, lasst ein Follow da. Wir sind kurz vor 90.000. Macht das Ding voll, drückt jetzt Pause, folgt rein, liked das Video und schreibt einen netten Kommentar. Ja, ich fahre jetzt zum Stadion. Ich weiß, dass Nader auch im Kader ist. Vielleicht kriegt er seinen ersten Einsatz. Ich hoffe, es wird ein geiles Spiel. Ich hoffe und ich brauche ein geiles Spiel. Let's go. So, und man merkt, es wird voll, weil hier alles voll ist. Ich fahre locker schon eine halbe Stunde rum. Polizei hat alles abgesperrt. Ja, ich muss jetzt hier gucken, dass ich hier irgendwie rankomme zu meinem Parkplatz. Das nervt so ab 19:44 Uhr. Eigentlich wollte ich schon um 19:30 Uhr drin ist oder da sein, aber hier ist alles voll. Guckt's euch an. Da vorne ist das Stadion. Und hier ist alles voll, alles voll. Es fuckt ab, ich fahre hier 45 Minuten schon rum. Endlich durch. Ich stand locker jetzt eine halbe Stunde im Stau. Es hat so abgefuckt. Mir ist so heiß, ich sitze in Winterjacke hier. Mit Sitzheizung alles. Ich bin ein Idiot, aber jetzt voran. Jetzt ist man hier drinnen, wo wir auch trainieren. Geht's mit diesen Shuttles hier rüber zum Stadion, in die Tiefgarage und dann rein. No cool, take off. Cause I know these niggas ain't gonna hand that new suit. Yeah, big boss. I'm knowing I ain't here, not a young nigga. So, ich bin drinnen. Herthas VIP. So super, geht über 4-5 Etagen und Essen und so alles ist auch top. Kommt perfekt, wo Hamburg rauskommt. Wo ist es schon übervoll. Hamburg-Fans auch schon cool da. Hier bleibt wirklich sitzen. Ich bin jetzt gerade zu den Tiffos hier gegangen aus meiner Mannschaft. Ja, wir warten hier, bis wir rangehen. HSV-Fans sind eigentlich schon da. Jetzt kommt Hertha raus, glaube ich. Übrigens, Nader auch im Kader. Mal sehen, ob er reinkommt. Ich hoffe, er kommt rein. Hätte mich verdient auf jeden Fall. Und das ist so eine halbe Stunde Spielbeginn und schon überfull. Das hier sind übrigens die Aufstellungen. Lino spielt mit Marton, Kabofne, Kenny, Pascal, Deo, Larry auch. Also ist ähnlich wie letztes Mal. Letztes Mal 2:10. So, HSV ohne Robert Glatzel, ohne Ramsey, also ohne Ransford Königsdörfer. Den kenne ich noch, mit dem war ich sehr gut befreundet. Oder bin immer noch sehr gut befreundet, aber mit ihm zusammengespielt. Aber ansonsten, Hamburg, stabile Aufstellung. Bei diesen zwei Kontakten spielen, man weiß einfach ganz genau das ganze Stadion. Guck zu, wenn du einen Fehler machst, ist so peinlich. Mal gucken, wer Fehler macht. Ah, das liebe Spiel sogar einen Kontakt macht gerade. Wer macht Fehler, wer macht Fehler, wer macht Fehler? Ja, weiß ich nicht. Übrigens, heute bin ich natürlich für Hertha, weil es mein Verein ist und weil ich hier spiele. Aber nichtsdestotrotz, HSV-Fans und Verein sehr, sehr krass. War hier, als die Relegation schon gespielt haben, da waren die auch unglaublich. Verein gehört auf jeden Fall auch in die erste Liga. Ja, ich hoffe, es wird ein geiles Spiel. Ich bin leicht parteiisch für Hertha, nimmt es mir nicht böse, HSV-Fans, aber ja. Da hinten Ramsey. Ich will einfach bei HSV, er ist auch zu krass. Ich bin hier mit den Jungs und Benze, bla bla. Guck mal bitte, seit wann ich Benze kenne. Guckt euch mal bitte das Foto an. Von mir und ihm. Ja, da konntest du gerade mal so laufen. Oh, hier gibt es auch so ein Kaffee, ein Kakao geholt für draußen, weil ey, arschkalt ist. Hier ist auch nochmal VIP von Hertha, also hier ist wirklich viel Platz und viel los. Oh, es geht los, es geht los. Ey, es sieht so krass aus, ich höre. Hamburg. Verlängerung. Mein Tipp schnell? 1:0 Hertha. Ich sage 2:1 Hertha, 90. Tor. Und
weiß nicht, ob man mich überhaupt versteht, aber ich hoffe. Los geht's! Erster Angriff. Und der. Gut. Bitte, bitte, bitte kriege ich ein gutes Spiel. Also ein torreiches oder ein spannendes oder irgendwas. Bitte keine Ahnung. Wenn ich sonst einen Stadionvlog mache, erstens verpasse ich alle Tore und zweitens, die Spiele sind immer so mäßig. Ich würde sagen, die ersten 10 Minuten war Hertha besser, die zweiten 10 Minuten, also bis zum 20. war HSV ein bisschen besser und dann hat aber jetzt Hertha das Tor gemacht und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht, aber würde nicht sagen unverdient. Mein Outfit übrigens, zwei Socken, lange Männer und hier auch noch Thermo an. Was gibt's? Keine Ahnung. Nudeln mit Kartoffeln, Reis, zack. Sieht alles stark aus. So, ich habe mir hier was aufgetan. Auf gesund. Eine Apfelschorle. Eine Halbzeit jetzt schnell essen, danach wieder raus. So, Halbzeit erstmal Hände aufwärmen. Meine Hände seit 10 Minuten Eisblöcke gewesen. Tut so weh, aber für euch durchziehen. Ich habe bisher jede Chance drauf. Ich glaube, jedes Tor auch. Das ist mir, glaube ich, noch nie gelungen. Ich muss zweite Halbzeit genauso weitermachen, dass ihr einen geilen Block bekommt. Ich esse jetzt was, wärme mich auf und zweite Halbzeit raus. Ich würde sagen, ja, gegen Ende war HSV schon, würde ich sagen, ein Ticken besser als Hertha. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, Führung geht in Ordnung. Ich würde eher sagen, unentschieden. Weiß nicht, aber ja, zweite Halbzeit wird besser. Ich mal das denn? Was hat der hier nicht mehr an? 1,80 oder was? 1,95. So, sind wieder draußen. Zweite Halbzeit fängt an. Ich weiß nicht, wurde gewechselt. Ich gucke jetzt gleich mal. Toni macht sich auch warm. Auch aus der Mannschaft auch. 24. Gustavo für Derry. Jetzt hier, Temmer.
1-0, Girassi trifft schon wieder. Ey, Stuttgart ist so krass momentan, spielen so geil Fußball, muss man sagen, krass. Digga, was geht jetzt ab? Alle HSV-Fans, sogar da drüben noch. Tschüss! Hier, super. Bakovic und Theo Roos. So, gute Freistoßposition. Oh oh. Willkommen, starker Ball! Dass er reinkommt. Das ist ein, so ein geiles, krankes Gefühl, sehr, aber ich freue mich irgendwie für ihn. Jetzt muss er gut spielen, oder? Wenn er ein Ausgleichstor macht, oh mein Gott. So, 84. Minute, wir müssen jetzt nochmal alles nach vorne werfen. Ein Ausgleich nach Verlängerung. Stuttgart 2-0, wie ich es gesagt habe, Silas. Ja, warum sind die so krass? Die spielen richtig gut. Aber ich sehe es nicht, aber ich sehe, ich gucke da sonst nichts mehr. Sind noch einen hinterher. Warum?
Verlängerung jetzt. Was für ein geiler Block wird das. Aber oh. All in all würde ich sagen, leistungsgerechtes Unentschieden. Die letzten 15 Minuten war Hertha halt nochmal viel besser. Aber ich würde sagen, Verlängerung geht in Ordnung. Und gehen wir wieder 1-1. Was von aus dem Nichts. Wunderbare Minute. Ja, alles geht über Wesel. Aber wie? Erste Halbzeitverlängerung vorbei, 3-2 HSV. Schießen. Es geht also
100% geht es in Ordnung, dass Hertha noch ein Tor gemacht hat. Ganze Verlängerung gedrückt, überlegen. Ich bin gespannt, ob Nana Elfer schießt. Welche Seite? Hoffentlich hier. Hoffentlich die Seite. Die Seite. Ja. Auf unsere Seite, glaube ich. Nein, was? Achter Schütze, Smile. Digga, wie die ganze Kamerabande jetzt darüber geht. Digga, es ist so spannend. Warum Passi? Ja, ja, richtig! Ich hab gut ans Kopf. Und fürs Miro Muheim, oder? Ich muss noch mal sagen, die Eier zu haben, hier DFB-Pokal, Achtelfinale, erstes Spiel, Elfer zu schießen, ich schwöre Respekt. Ich hätte mir eingekackt. Jonjo Kenny. Da kann ich mich jetzt nicht so richtig freuen, weil ich mit Ramsey sehr eng befreundet bin, in der Jugend viel zusammengespielt habe und auch mit ihm zusammen im Urlaub und so früher war. Aber tut mir gerade sehr leid, muss ich sagen. Wenn Spannung kommen musste, hat Fabian Rehm den Entscheidenden auf dem Fuß. Was war das für ein Spiel? Ich glaube, eines der kranksten, wo ich im Stadion war. Oh mein Gott, lasst jetzt Liebe da auf dem Video. Lasst dein Like, dein Follow. Spamt die Kommentare mit irgendwas voll. Krank. Was ich drunter anhatte, gerade Zähne geputzt. Ich glaube, war einer der geilsten Spiele, wo ich je war oder beziehungsweise was ich live gesehen habe. Deswegen lasst ein Like da, lasst ein Abo da, einen Kommentar, alles drum und dran. Morgen früh Training, ich gehe jetzt schnell pennen, lad noch alles hoch, dass es hoffentlich morgen früh pünktlich online kommen kann. Lasst Liebe da. Es ist wie Spiegel, Leute, man sieht sich.